Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 22 Sekunden. Falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Heute sollen besondere Skins in den Shop reinkommen und eventuell noch ein paar weitere spezielle Skins. Noch 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin gespannt. Let's go. Bitte nichts Schlechtes. Und... okay, das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir hier unten? Auf großem Fuße, das ist nicht selten. Kleinste Geige nicht selten. Die ganzen Skins von gestern sind auch noch im Shop plus Emote. Alles ist hier noch im Shop, noch im Shop, noch im Shop und noch im Shop. So, an den Anfang. Wir haben die besonderen Skins und Star Wars ist tatsächlich nicht reingekommen. Obwohl die Leaker meinten, könnte eventuell kommen, aber eventuell heißt ja nicht zu 100%. Deswegen ist jetzt nicht drin. Aber nicht schlimm. Wir haben sogar mehrere Stile für die Skins. Okay. Also, The Walking Dead Skins sind im Spiel drin. Sogar mit mehreren Stilen. Okay, einmal hier Standard. Also ich habe die Serie auch übelst gefeiert. Habe zwar nicht alles geschaut, nur ein paar Staffeln, aber habe ich gefühlt, ja. Die sieht cool aus. Gefällt mir. Dann haben wir hier noch die zweite Variante. Nice. Mit so einer Kapuze. Ja. Und so einem Umhang. Ist nicht schlecht. Was gibt es noch hier? Dann dieser Charakter. Der ist auch nicht schlecht. Der hat hier zwei Messer an der Seite. Vielleicht auch als Spitzhacke. Sieht nicht schlecht aus. Einmal hier rangezoomt. Da fand ich das Ganze aber auf dem Bild ein bisschen besser, muss ich sagen. Als jetzt hier so als Skin. Zweite Variante. Ja, ein bisschen verbuggt. Ist aber nicht schlimm. Aber vielleicht stört das im Spiel, obwohl jetzt geht's wieder. Jetzt stimmt das Ganze hier. Finde ich cool, den Look. Der gefällt mir. Was haben wir noch? Nichts mehr. Dann gibt es hier das passende Backbling, so ein, ja, so ein Schwert. Und die passende Spitzhacke. Hat einen coolen Sound. Und das hier ist das passende Backbling zum Skin. Okay. Ja, ist jetzt nichts krass Besonderes. Was gibt es hier noch? Spitzhacke. Ah, sind doch die zwei Messer. Okay. Okay. Ah, okay, du kannst anscheinend die Spitzhacke als Backbling benutzen, so wie ich es jetzt gerade verstehe. Außer natürlich das hier. Okay, das ist cool. Das Ganze kostet hier 2500 V-Bucks und ihr bekommt hier 1:1 Rabatt. Also ich finde, das Paket lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten die Skins einzeln lohnt sich hier ehrlich gesagt nicht. Dann hier genau dasselbe Spiel lohnt sich hier auch nicht. Oh, es gibt sogar nur die zwei Pakete dann. Okay, dann kauft euch auf jeden Fall das Paket. Vergesst nicht, irgendjemanden einzutragen, falls ihr mich supporten wollt. Danke für den Support. So, schauen wir mal weiter. Schlotter für 1,5. Sieht heftig aus, aber die Flügel würde ich jetzt eher weniger spielen. Passende Spitzhacke ist cool. Auch nicer Sound. Dann gibt es hier noch Axo. Der ist nice. Der hat auch coole Stile, muss ich sagen. Einmal hier so, das Backbling. So und so. Dann gibt es hier noch einen weiteren Stil. Ich finde persönlich den am coolsten und das hier aus. Dann ist der Skin richtig nice. Was haben wir hier noch im Shop? Passende Spitzhacke. Ja. Und hier auch in blau oder lila. Was haben wir hier noch? Weibliche Variante. Oder? Oder ist es ein komplett anderes Skinset? Ich weiß jetzt nicht. Sehen fast gleich aus. Also so von... sieht so gummimäßig aus. Ist nicht schlecht, der Skin. Für 1,2. Was haben wir hier? Boah, die ist heftig. Ja, nice. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Dann gibt es hier unten noch weitere Sachen. Wilder Kanonier. Eventuell ist auch was Seltenes dabei. Schauen wir kurz mal nach. So. Schauen wir nach, schauen wir nach. Wir haben heute... ich bin irgendwie gespannt, ob wir heute was Seltenes haben. So. Also, der Kollege ist 129 Tage alt. Wir haben... oha. Es ist was verrückt Seltenes drin. Oha, okay. Dazu kommen wir gleich. Also wir haben etwas krass Seltenes drin. Also der ist nicht so wirklich selten. Dann haben wir hier den, der ist auch nicht selten. 61 Tage alt mit einem reaktiven Backbling. Was haben wir hier? Das ist das Seltenste. Streusel. Jetzt haltet euch fest. 525 Tage nicht mehr im Shop da gewesen. Das ist schon sehr selten, muss ich sagen. Krass, habe ich auch kaum im Shop gesehen. Ist lustig, die Tarnung. Warum nicht? Kann man machen. Dann haben wir hier, die ist 107 Tage alt.
ja, jetzt auch nicht so besonders, da finde ich die andere sogar besser. Dieses Emote 51 Tage alt und zu guter Letzt haben wir hier kleinste Geige. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.